7. Viel Spaß! Und ja, jetzt fängt mein erstes Let's Play an. Und ja, es geht los. Also, ich muss erstmal meine PS4 nach vorne schieben, dass ich laden kann. Mein Controller ist fast wieder leer. Untertitel an, Sprache, Helligkeit volle Kanne. Ja. Es geht los. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Ich ruf dann an. Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ja, ich muss rausfinden, was passiert ist. Und jetzt herzlich willkommen bei Resident Evil 7. BioShocker. Hacksaw. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber Resident Evil 7 nenne ich das etwa. Meine Konsole ist voll laut, aber fuck drauf. Hier sollte es sein. So, wir sind jetzt in den Wald. Lauf mal. Man kann schnell rennen. Karte.
Sieh uns an. Ja, verfick dich, du Pflege. Da geht's. Was steht da? Nein, nimm. Nimm hier. Okay. Fuck, fliegen, Alter. Fuck. Wer war das? Wo ist der hin? Das ist der Führerschein. Krass. Wow, ist einfach zugegangen, die Tür. Was war das? Ach, der Scheiße. Uah. Oh, Mist! Mist! Uah. Scheiße! Papa? Komm mal her. Du Scheiße. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. What the fuck? Daddy, komm mal. Was? Guck mal her, das gibt's zum Essen. Ja. Dann guck mal den Kühlschrank an. Ja. Schau es mal oben. Ja. Ja, ich habe einen Speichern.
Okay, erstmal schließen. Umgucken, was ist das? Okay. Dann wäre das Band. Rein damit! Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Piet. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Hm? Pass mein auf, Geld? Dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Das ist ein Arschloch, der Typ. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nee. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschritt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Haha. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Moment, Leute, ich komme gleich wieder. Was hast du für mich? Den letzten Kaugummi. Okay. Du schmeckst Minze, oder? Naja, die kenne ich. Hat meine Oma mir...